So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen in der Bierschanga Edition. Denn ihr habt uns letztens ein Survival-Paket zugeschickt mit lauter Köstlichkeiten drin, die sie selber gemacht hat. Da war zum Beispiel dabei hier dieses Lecho. Das werde ich jetzt gerade aber nicht testen, weil die ist Lecho, das schmeckt bestimmt super gut von ihr. Das kann ich jetzt aber gerade nicht testen. Da war dieses Chili-Salz drin, was aussieht wie eine Kerze oder wie Badesalz. Das stellen wir auch mal hier rüber. Wir haben hier dieses Chiliöl gehabt, gekauftes, denke ich mal. Das wird sie nicht einfach selber gemacht haben und da reingefüllt. Trotzdem gut zum Kochen. Dann ein Glas Apfelmus. Die hat schon öfters Apfelmus auch mitgeschickt. Ist immer sehr köstlich, werde ich jetzt aber auch zulassen, weil ich kann nicht zu viel machen. Dann ein Tomaten-Chutney, Chutney. Kennt ihr? Nimmst du als Nudelsoße und dann passt das. Weshalb es mir jetzt ging in dem Video, sind eigentlich diese zwei Chili-Soßen, die sie gemacht hat. Eine Chili-Nuss-Soße und eine Mango-Papaya-Chili-Ingwer-Soße. Bevor wir aber zu den Soßen kommen, haben wir hier noch eine Scheibe Brot. Denn wir haben hier auch noch ein Glas Apfel-Zwiebelschmalz. Ich bin eigentlich gar kein Freund von Fettbrot oder von Schmalz oder so Zeug. Ich muss gestehen, früher gab es das zwischendurch mal vielleicht so als kleinen Schmankerl, wenn man die Großeltern besucht hat oder auf einer Kirmes. Bei der Kirmes haben sie immer, wenn ihr einen Brand hattet und wolltet kurz was essen, habt ihr gesehen, da hinten an einem Stand gab es Fettbrot für 50 Cent. Fettbrot mit bisschen Salz auch drauf, mit Gürkchen drauf. Dann waren die plötzlich bei 1 Euro, dann bei 1,50 Euro, dann waren die schon bei 2 Euro und dann hat die Gurke sogar gefehlt, dann hast du es auch gelassen. Das habe ich jetzt die Tage schon mal probiert, weil das Muttertier ja da war. Ihr seht hier, das ist so eine breiche Apfelmostnote, glaube ich. Und hier das ganze Fett, was sich oben ablagert. Wenn du dran riechst, das riecht schon richtig fettig, richtig intensiv, richtig genial. Und wenn du nur das Fett abmachst und so aufs Brot oder so drauf knallst und probierst, da ist ein bisschen salzig, das ist ein bisschen fruchtig, das ist ein bisschen zwiebelig, ist auch schon drin. Das vermischt sich alles komplett und das ist so eine feine, leckere Note. Aber du kannst nicht so viel davon essen. Du kannst dich nicht hinsetzen und kannst jeden Tag Frühmittagabend Fettbrot essen, dann schlägt es ja alles komplett auf den Magen. Ich möchte das jetzt hier kurz zeigen, weil ich das Glas wahrscheinlich dann meiner Mutter mitgeben möchte, die gerade noch da ist, dass dies dann zusammen mit dem Dirk und mit der Katrin, also mit ihren Geschwistern, essen kann, weil die eh abends immer zusammensitzen, noch was gucken, Kaffee trinken, alles. Und ich weiß, meine Tante ist übelster Schmalz-Fan, übelster Fettbrot-Fan, so ähnlich. Das heißt, bei ihr ist das wunderbar aufgehoben. Wenn wir jetzt nochmal reingehen, seht ihr, das ist schon nicht mehr nur Fett. Das ist jetzt hier wie so dieser Apfelmost, sage ich mal, der jetzt eher fruchtig daherkommt, aber trotzdem irgendwie so den Zwiebelgeschmack aufgenommen hat, auch sehr fettig ist. Also es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes, was ich so noch nicht gekannt habe. Das vermischt sich alles. Apfel, Zwiebel, Schmalz, genau das, was draufsteht, kriegst du da auch. Dankeschön, Bierschanga, dafür. Ich werde es meiner Tante mal geben, mal gucken. Die freut sich bestimmt mega, was ich für tolle Zuschauer habe. So, das Schmalz ist jetzt fort. Wir haben aber immer noch unsere zwei Chili-Soßen. Ich glaube jetzt mal nicht, dass die so ultra scharf sind. Die macht das ja immer, dass ihr das richtig gut essen könnt, auch als Tomatensoße sozusagen für Nudeln. Also andere nehmen Tomatensoße für Nudeln, wir nehmen Chili-Soßen für Nudeln, weil die trotzdem immer sehr fruchtig und tomatig auch gleichzeitig sind. Und hier eine Chili-Nuss-Soße. China-Nudeln. Ihr müsst immer mehr Nudeln essen. Gestern erst was mit Kohlenhydraten gesehen, da ist es ja gleich wieder vergangen. Wir machen jetzt mal kurz hier die Nuggets warm. Ich weiß nämlich nicht, so was ich da sonst probieren soll. Hauen die Nuggets auf den Teller und probieren diese zwei Bierschanga-Soßen aus dem Bierschanga-Sortiment. So.
So, die Nuggets sind fertig. So sehen die dann aus. Ich habe mir jetzt auch hier eine kleine Lampe mitgebracht, die mir jetzt Wärme spenden soll. Es ist nämlich sehr kalt. Guckt euch mal da unten durch. Es ist alles zugeschneit. Es ist, keine Ahnung, es sind Minusgrade. Ich sitze jetzt hier wieder mal natürlich mit kurzer Hose, Gummischuhen. Hab extra einen Pullover an. Eigentlich möchte ich ja immer so ein weißes T-Shirt, dass du so einen neutralen Hintergrund hast, damit du die Konzentration eher auf das Essen legen kannst, aber ja, sitzt hier halt jetzt im Pullover. Hab mir extra einen weißen Pullover bestellt, dass ich auch im Winter Folgen drehen kann. Wir fangen jetzt mal an mit der Mayo Papaya Chili Ingwer Soße, weil die sieht aus wie Apfelmus von der Konsistenz her. Das heißt, die kriegt man gut raus. Bei der habe ich Angst, dass die vielleicht fest und klumpig ist durch die Erdnusskomponente, sodass ich die dann irgendwie rauslöffeln muss. Wir machen die mal auf. Nehmen einfach mal ein Nugget. Versuchen das jetzt mal hier drauf zu kippen. So, da kommt die Soße raus. Ist, wie gesagt, sehr breiig, also wie Mousse. Ist aber schön, da läuft die nicht einfach überall runter, sondern bleibt auf dem Nugget hängen. Habe ich jetzt eigentlich Mayo vorgelesen? Ich glaube, das habe ich immer. Ich habe immer Mayo, Papaya, Chili, Ingwer gelesen, aber ganz am Anfang habe ich gesagt Mango. Mango, Papaya, Chili, Ingwer. Du hast Mango, Papaya als theoretisch Früchte, die süßlich sind. Chili, Ingwer als zwei Gemüse, die scharf sind. Ich muss jetzt schon sagen, die hat einen richtig genialen Geschmack. Da hat sich die Bierschanga wieder mal selbst übertroffen. Du merkst eine leichte Schärfe und du merkst das Ingwer raus, dieser spezielle, typische Ingwer-Geschmack, der so durchkommt. Das ist keine Chili, das ist Ingwer. Du merkst aber auch schön Fruchtkomponente. Du merkst also ganz deutlich Mango auf jeden Fall. Papaya weiß ich gar nicht, aber Mango merkst du auch. Und du kannst dir richtig gut was drauf machen, denn es ist eine richtig milde Soße, die einfach durch ihren Geschmack überzeugt, aber nicht durch die Schärfe. Und dieser Nugget sieht aus, als hätte er eine Herzform. Ein Herz auch raus an diese Soße. Man könnte das jetzt natürlich auch zu Reis, Reisgerichten, Nudelgerichten essen, aber irgendwie kommt mir das so vor, als wäre bei den Nuggets kommt der Geschmack von der Soße einfach am besten zur Geltung. Und die sehen jetzt dann auch auf, das heißt, die werden wir demnächst auch verbrauchen. Da werde ich alles, was ich jetzt esse demnächst, werde ich immer mit dieser Soße essen. Oh, es ist kalt, zum Glück sind die Nuggets wenigstens ein bisschen warm. Mache jetzt aber mal die Erdnuss auf. Ja, bei der Erdnusssoße sieht alles fester aus. Vielleicht können wir durch das Schütteln die noch ein bisschen lösen, dass man die jetzt einfach rauskippen kann. Das Schwarze, was hier oben sich abgesetzt hat, ist jetzt ja wieder weg. Was haben wir eigentlich für das Thumbnail? Das habe ich ganz vergessen, oder? Für das Thumbnail müsste ich ja eigentlich mal beide Soßen hier reinhalten. Und das müsste dann das Thumbnail sein. Haben wir jetzt also... Und das ist nicht, weil es scharf ist, das ist wirklich wegen meiner Atmung, Asthma. Zweimal Coronis gehabt. Ich hab wirklich Probleme immer mit der Luft. Wir haben jetzt hier eine Chili-Nuss-Soße. Da bin ich gespannt. Ich esse ja gern Nudeln auch. Asia-Nudeln mit so Nusssoße. Erdnuss-Datei, irgendwas. Eine Chili-Nuss-Soße hatte ich in der Form noch nicht. Ich will mal gucken, ob das überhaupt so jetzt rausgeht. Oh doch. Die kommt auch raus. Die ist noch mal dicker als die andere. Aber doch, du kannst sie rausschütten. Sieht aus wie ein Kothäufchen, richtig wie bei den Katzen. Vom Katzenklo. Richtiger Dünnschiss. Probieren wir mal. Ich
glaube, kein Chinamann hier in der Nähe, in der Umgebung, hat immer so normale Erdnusssoße im Angebot. Wenn du die Hähnchenbrust kaufst, schön lecker mit Gemüsezeugs allem dabei und das dran kippst, das ist auch richtig stark. Auch die schmeckt wunderbar. Dankeschön, Bierschanger. Auch die Soße hat es in sich. Am besten hier jetzt den Link einblenden vom Bierschanger Soßenshop, dass ihr euch die Soßen auch bestellen könnt. Aber ich glaube, das gibt's nicht. Und die macht das immer privat für sich als Hobby, denn das macht sie gerne. Und ein paar Leute kriegen dann auch mal ein paar Geschmacksproben. Finde ich gut, aber ich finde, das ist was, das würde ich auch kaufen. Wenn es die Soße im Supermarkt gäbe, die würde ich kaufen. Genauso wie die andere. Also da hat sie echt ganze Arbeit geleistet, auch wenn es wieder aussieht wie ein Hundehäufchen. So. Nochmal ein bisschen drauf. Und von der anderen haben wir ja auch 3 Stück gegessen. Da musst du halt Nussfreund sein. Also wenn du mit Nuss nichts anfangen kannst, wirst du auch mit der Soße nichts anfangen können. Aber wer gern so auf Erdnuss steht oder generell Nuss, das werden jetzt keine Erdnüsse sein, das ist andere Nuss. Aber du merkst trotzdem, diese nussige, cremige, sind noch ein paar Nussstückchen auch drin. Bisschen knusprig auch noch. Den haue ich mir noch rein und den letzten werde ich dann nochmal genießen. Mit der Marc Gebauer Danakil Hot Sauce. Dabei hu, dass ich nochmal was richtig Scharfes zum Abgang habe. Ihr könnt natürlich auch da Mad Dog drauf tröpfeln auf die Nuggets, die Soßen essen, die Mad Dog Nuggets dazu. Dann habt ihr eine richtige Schärfe von dem Mad Dog plus Geschmack von den Bierschanger Soßen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und danke Bianca für die super genialen Soßen. Danakil, Bruder!